Hi und herzlich willkommen zurück. Du siehst, ich bin hier wieder bei der gleichen Mission Hauptquest, die drei Erzmagier. Die müssen wir töten. Ersten und zweiten und Antonidas, der wohl der dritte dann anscheinend im Bunde ist. Und das machen wir auch. Wir haben hier schon mal eine richtig dicke Basis. Und wir können jetzt auch sogar Monstrositäten bauen. Oh, das ist cool. Monstrositäten sind eine coole und feine Sache. Vorsicht. Das heißt für uns, wir werden erstmal uns darum kümmern, dass wir dick viele Einheiten bauen und bauen können. Wir werden hier die Kiste mal zu der schwarzen Zitadelle ausbauen, unser Hauptgebäude. Dass wir noch mehr Monstrositäten bauen können. So, was brauchen wir noch? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Friedhof? Okay, zwei Akolyten, die hier nur da rumstehen. Das heißt, da können wir auf jeden Fall Ziggurats bauen. Ist schon mal sehr wichtig, Ziggurats. Das war auch dick was bauen können. Nicht nur, dass wir hier dumm rumstehen und die Kohle sammeln und überhaupt nichts mehr machen. Da lassen wir den mal Ziggurats bauen. Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein Schlachthaus. Das brauchen wir. Wir brauchen so ein Schemengebäude. Aber ein Schlachthaus haben wir schon. Aber das wird ja immer besser. Und so ein Gebäude, wo wir Schemen bauen können, haben wir jetzt noch nicht. Haben wir jetzt noch nicht? Ne, haben wir auch noch nicht. Monstrositäten können wir aber erst bauen, wenn wir die schwarze Zitadelle erforscht haben. Das heißt, wir bauen auf jeden Fall eine Opfergrube. Denn die brauchen wir, dass wir hier den Knochenhof für die Frostwirms bauen können. Ja. Und jetzt warten wir einen kleinen Moment, weil ich keine Lust habe, hier wieder zu sterben oder sonst irgendwas. Da warten wir lieber kurz. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Gule haben wir nur zwei, da bauen wir noch einen dazu. Ist abgeschlossen. Und ja, Erzmagier verbleiben immer noch drei. Noch keiner Suizid begangen, nur weil ich jetzt komme. Und ich glaube auch aus der Vergangenheit zu wissen, dass wir bestimmt mit Angriffen rechnen müssen. Die Beschwörung ist so, die Opfergrube ist fertig. Sauber, habt ihr gut gemacht, Männers. Und unser Hauptgebäude ist auch fertig. Das heißt, wir können gleich den Knochenhof bauen. Und Monstrositäten fangen wir jetzt mal an. Zwei Stück haben wir schon. Wir brauchen mehr. Wir brauchen immer mehr. Zwei Stück noch, das sollte reichen. Den Rest packen wir einfach voll mit Frostwirms. Das klingt logisch. Es dauert allerdings ziemlich lang, bis sie ausgebaut sind, wissen wir ja. Und deswegen, ja, nehmen wir einfach mal die Spinnen mit. Gespinst müssen wir noch erforschen. Und ja, wenn die Monstrositäten fertig sind, und dann marschieren wir gleich los. Die Frostwirms, wie gesagt, es dauert einfach zu lang, dass wir jetzt noch auf die warten können. Wir haben zwar Zeit, aber wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Anstatt hier doof rumzustehen, könnten die Magier schon längst tot sein. Was ist es diesmal? Hüre und Gehorche. Frostmourne hat Hunger. So, und die hauen richtig dick rein und haben auch krass viele Lebenspunkte. Also das sind 1080 Lebenspunkte gegen so eine Spinne mit gerade mal der Hälfte. Vorsicht. Bisschen mehr als die Hälfte, okay. So, der nächste. Wir erforschen auch gleich dann hier Seuchenwolke. Da kriegen sie so eine kleine Seuchenwolke, wer hätte es gedacht, um sich herum, die automatischen Schaden verursachten, die auch, glaube ich, gar nicht von Gegnern runtergeht, wenn wir weg sind. Das hält zwei Minuten lang. Der Knochenhof ist fertig. Oh, der erste Frostwirm wird gebastelt. Schleppt mir das hier mal auf die 3. Monstrosität ist fertig. Okay. Das heißt, die nehmen wir. Oh, das ist noch cooler. Alter, hätte ich ja die zum Holzhacken, da hätte ich gar keinen mehr bauen müssen. Okay, jetzt kriegen wir erstmal einen Angriff. Haha. Die knüppeln mal weg. Ja, das ist dann nicht schwer jetzt. Ziehen nicht mal wirklich was ab. Nimm auf dem Arthas. Obwohl, der hat am meisten Lebenspunkte. Und ja. Ich habe keine Ahnung, wo die Magier sein sollen. Ob ich da, kann ich da schon durchlaufen? Das ist schon besser. Ich probiere es jetzt einfach mal.
Forschung. Oder ist das schon... Das ist schon besser. Okay, ich kann auf jeden Fall durchlaufen. Das ist schon besser. Ich weiß aber nicht, ob mich das irgendwie schwächt. Ja, mich schwächt das. Oh, jetzt muss ich gleich hier auf den Erzmarker da mich fokussieren. Dass der umfällt. Ja, und der fällt um. Und dieses komische Feld ist weg. Das heißt, ich kann in Ruhe die anderen Kleinkloppen. Haha. Fällt mir natürlich nicht schwer. So, das heißt, den ersten Erzmarker haben wir schon getötet. Und dann kommt der zweite auch bald. Ich begebe mich nochmal ganz kurz hier in die Basis zurück. Kann ich noch einen Turm klein hacken? Weil ich einfach schneller Hitpoints regeneriere. Oh, wir müssen noch einen Frostwurm bauen und noch einen. Was ist das diesmal? Bevor ich das vergesse. Komm, gebt ein bisschen Gummi. Endlich. Und jetzt sind wir aber ein bisschen... Ah, das war von dem komischen kleinen Magier. Von der Magierin. Sind wir ein bisschen verlangsamt. Zumindest manche Monstrosität. Ist schon wieder weg gleich. Blinkt schon. Blinkt schon da unten in der kleinen Buffleiste. Nehmen wir den Frostwurm noch mit. Und bis wir regeneriert sind. Ne, das reicht nicht. Aber wir sind schon gleich wieder voll. Geht ratzfatz. Niemand erteilt mir Befehl. Und dann geht's gleich weiter mit dem zweiten und dann auch mit dem dritten. Natürlich. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Schicken wir den vor? Wir tun den mal umfriemeln in so einen Schemen. Er steht auch noch rum. Die Mine ist, glaube ich, schon voll. Ja, die ist schon voll. Die hat schon fünf Akkuliden. Dann machen wir den halt. Ja, muss er halt dran glauben. Okay, und den schicken wir mal vor, um zu sehen, was uns erwartet. Und dann ist der zweite, ja, ha, Timing, dann ist der zweite Frostwurm auch schon fertig. Und jetzt kann euch keiner mehr retten, Dalaran. Magier von Dalaran. Ah, endlich. Jetzt kommt der Todesritter höchstpersönlich. Das ist schon besser. So. Oh, was ein schöner Brunnen. Endlich. Wo geht's weiter? Endlich. Da haben wir ein paar Einheiten. Ich glaube aber, die... Die brauchen wir die? Keine Ahnung. Okay, die Türme hier. Ha. Endlich. Die Monstrosität können wir auf einen Schlag wieder voll heilen. Und den... Nicht den Frostwurm töten. Das ist schon Komm, besser. Ja. Endlich. Sauber, da haben wir noch hochgeheilt. Das ist natürlich krass. Ich glaube, das ist der Scharfschütze, der den so runterreißt. Den hauen wir gleich um. Mit uns nett. Ja, komm, hauen wir das Ding auch noch weg. Da kommen keine neuen Soldaten mehr. Jetzt kommen aber hier die Miliz. Okay, da werfen wir mal so ein... Eine Nova rein. Vom Lisch. Das ist schon besser. Ja, und da ist das Ding auch schon Geschichte. Jetzt machen wir wieder zuerst den Sniper. Den Scharfschützen. Wo ist da der Magier? Ich weiß es nicht. Okay, wir blätten erstmal hier ein bisschen was. Machen wir noch die Basis da und dann reicht es. Nicht so lange aufhalten mit so einem Gedöns. Ja, da kommt jetzt nämlich wieder so ein Arbeiter raus. Ja, aber wir kloppen das alles weg. Hole ich noch hier den Frostwurm. Ja, da ist schon wieder so ein Scharfschütze. Schlimmer wie die Karnickel. Und ein kleiner Heiler, süß. So, ja, irgendwann geht denen natürlich die Kohle aus. Dann war's das. Oh, jetzt gehen wir weiter nach Norden. Oh, da ist das nächste statische Feld. Dann müssen wir natürlich, oh, unser Frostwurm wird angegriffen. Der da so unbehelligt rüber flappt. Flapp, flapp.
Ja, da kommen ein paar. Okay, auch nicht wirklich eine Chance. Er könnte übrigens auch... Na, hey, nett hier den Frostwurm töten. Hey! Oh, das war aber nett. Jetzt fokussieren wir mal ein bisschen. Den da, den Sniper weg. Ah, die Zauberin. Und jetzt machen wir erstmal die Türme platt schnell. Kommt schon. Macht ein bisschen mehr Damage. Da die Zauberin, bevor es noch alles weitere wegslowt. Und jetzt brauchen wir auch die Einheiten mit den vielen Hitpoints, weil die Aura uns sonst killen wird. Ja, was ist denn jetzt? Der Lisch? Oh, der Lisch? Der Lisch? Schnell weg. Nein! Unser Lisch ist gestorben. Okay, ich muss mich zurückziehen. Aber das hat natürlich nichts mit Schwäche zu tun oder sowas. Ich muss einfach... Ich habe ein bisschen Heimweh nach meiner Basis. Kommt schon. Jetzt nicht noch sterben. Das ist schon besser. Endlich. Wir bauen gleich ein paar Frostwurms nach. Und müssen natürlich auch einen Lisch nachbauen. Oh, das war jetzt ärgerlich. Das. Jetzt nicht sterben. Monstrosität. Die kosmischen Heidenkohle. Da könnt ihr die nicht einfach umhauen. So, jetzt ziehen wir uns in die Basis zurück. Wir bauen mal noch ein paar Türme. Ein paar Türme aus. Ich rede da so leicht davon. Aber ich habe gar keine Kohle. Zumindest nicht so viel. Aber wenn wir hier auf dem untoten Boden sind, da passt es schon mit der Gesundheitsregeneration. Für den Lichtkönig. Ja, ich muss die einfach fokussieren. Geht nichts. Führt kein Weg dran vorbei. Endlich. Die kippen mir um. Ratzfatz so. So, und ich werde auch hier das Eisatem da erforschen. Dass wir wieder die Gebäude da aus dem Kampf nehmen können. Beziehungsweise, dass sie zur Unfähigkeit verdammt sind. Ja, die paar hauen wir nur um. Kommt schon. Oh, da ist noch ein Priester. Armer Kerl. Aber bei den Frostbams dauert es ewig, bis die Leben voll sind. Da haben wir aber schon einen neuen. Der andere, das dauert wieder lang, bis der fertig ist. Macht nichts, dann heilen wir mal voll. Dann können wir auch gleich weitermachen. So. So, der Priester. Ey, sind die uns alle nachgelaufen? Das ist schon besser. Hoffentlich.